gut 3 Jahre hat Nathalie Mais an ihrem Traum in Montabaur gebaut und viele bürokratische Hürden überwunden. Endlich kann sie ihr Hotel aus 34 Containern auf 3 Stockwerken eröffnen. Es bietet Platz für 60 Gäste. Jedes Zimmer hat eine andere Farbgebung. Besonders viel Wert hat die Westerwälderin auf die Auswahl der verwendeten Materialien gelegt. Wir haben eine alte Containerhülle, die schon zur See gefahren ist. Wir haben die Möbel alle aus Bambusholz. Die meisten Teppiche sind aus alten Fischernetzen. Das heißt, es ist auch sehr darauf geachtet worden, dass hier nachhaltige Materialien verwendet werden. Darauf scheinen viele Gäste neugierig zu sein. Denn wenn das Hotel jetzt eröffnet, ist es gleich ausgebucht. Pietro Vanini aus Worms ist ein stolzer italienischer Eismacher. Kein Sommer ohne eine neue Kreation. Daran tüftelt er den ganzen Winter herum, wenn er im Heimaturlaub ist. Dieses Jahr ein Novum, auch in der gesamten Eisszene. Ein Gelato mit der Zitrusfrucht Bergamotte. Da habe ich mich überlegt, ich mache meine Lieblingsidee, das war diese Bergamotte. Also wir nehmen diese wunderschöne Zitrone, wir holen den Saft raus. Bei den Wormsern kommt der neue Eisgeschmack gut an. Pietro Vanini musste hurtig die Zitrusfrucht in Kalabrien nachbestellen und zwar gleich mal eine halbe Tonne. Die Wormser lieben diese zitronige deutsche Vita. Wie viel wird das Passagierschiff Schloss Engers bei der Versteigerung wohl bringen? Es ist 26 Jahre alt und war bis 2018 auf dem Rhein im Einsatz. Die Gretchenfrage für die Sparkasse Neuwied, die dessen Versteigerung beim Amtsgericht Sinzig veranlasst hat. Das Mindestgebot 55.000 Euro, doch vor Gericht ging kein Gebot ein. Das Verfahren ruht jetzt erstmal für 6 Monate und auf Antrag des Gläubigers kann ein zweiter Termin bestimmt werden, bei dem dann die Grenze des Mindestgebotes nicht gilt. Das Schiff kann dann also versteigert werden ohne Wertgrenzen, es müssen nur die Verfahrenskosten gedeckt werden. Klingt nach einem Schnäppchen. Zu früh gefreut, denn das Schiff ist mit 600.000 Euro Hypothek belastet.